zusammen, wir machen ja jetzt einen Kuchen oder beziehungsweise Kuchenriegel. Aber erstmal machen wir sozusagen einen Kuchen am Stück. Und zwar, ich habe ein Ei hier drin. Ich sage jetzt wieder gar nicht die Mengen. Die stehen ja dann in der Infobox. Dazu geben wir jetzt etwas neutrales Öl. Dann brauchen wir Zucker. Vanillezucker, Salz, Milch und 35 Gramm Butter, also weiche Butter oder das Ganze schmelzen. Und das tun wir jetzt erstmal verrühren. So, dann brauchen wir noch Backpulver und Mehl natürlich und verrühren das nochmal. So, ich habe jetzt hier meine Form mit 18 auf 18 cm. Das dann eigentlich hier? Ach, das ist unten drunter. Und habe einfach jetzt so einen schrägen Streifen reingemacht, damit wir das dann einfach rausheben können. Bei mir sind jetzt halt hier noch Butterklümpchen drin. Wen das stören sollte, der muss halt vorher einfach die Butter schmelzen. Mir macht das nichts. Das ist ja trotzdem gut verteilt, soll natürlich nicht ein großer Butterklumpen sein. Dann wäre es nicht so gut, aber so macht mir das nichts. Und der Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze und da geht das Ganze jetzt hinein. So, also bei mir war der Kuchen jetzt 20 Minuten im Ofen. Entschuldigung, 15 Minuten standen im Rezept. Deswegen guckt da am besten nach eurem Ofen. Einfach die Stäbchenprobe in der Mitte machen und wenn nichts mehr dran kleben bleibt, dann kann er raus. Und was ich jetzt schon mal hier vorbereitet habe, das werde ich jetzt gleich in der Mikrowelle schmelzen. Ihr könnt es auch über dem Wasserbad machen. Und zwar Schokolade und Kokosöl. Also die Schokolade, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Beim Kokosöl, das liegt einfach daran, dass wir das nehmen, damit es einfach ein bisschen geschmeidiger ist und wir dann schön unsere Kuchenstückchen drin wälzen können. Genau, aber das lassen wir jetzt einen Moment abkühlen und dann müssen wir das ja auch noch in Stücke schneiden. So, also ich mache meine Schokolade jetzt doch über dem Wasserbad, denn die ist mir leider in der Mikrowelle angebrannt. Deswegen lieber über dem Wasserbad machen. Und ich werde mir den Rand hier jetzt abschneiden. Den kann man ja so essen. Oder man kann diese Cake Pops machen. Ich möchte halt einfach saubere Kanten hier haben. Genau, das machen wir jetzt überall. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie groß man das Ganze haben will. Ich würde sagen, so, aber ich mache es mal so. Dann noch einmal ungefähr in der Mitte. Dann müssen wir auf die Schokolade warten. So, jetzt geben wir das erste hier mal rein. Tup, tup, tup. Gucken dann das überall. Schoki ist. Wie sieht es hier drüben aus? Auch. Dann müssen wir das Ganze rausfischen.
natürlich erstmal kurz abtropfen lassen und dann aufs Backblech mit Backpapier. So, next one. Probieren wir es mal mit dem Löffel, ob es da vielleicht noch besser geht. Ja, und dann muss die Schokolade natürlich einfach fest werden. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn die Schokolade fest geworden ist. Und wenn es angeschnitten ist, was halt ganz gut bei der Sache ist, durch das, dass das ja alles ummantelt ist von Schokolade, wird es halt auch nicht so schnell trocken, wie wenn man das jetzt kennt, wenn man Kuchen angeschnitten hat. Und die Schnittkante, die offene, die trocknet ja dann auch relativ schnell aus, wenn man nicht gerade einen Eierlikörkuchen macht. Deswegen finde ich den auch mega, Eierlikörkuchen, weil der immer so schön saftig noch nach 2 Tagen ist. Aber gut, das ist halt das Gute, was ich finde daran. Und man kann das natürlich auch mit weißer Schokolade machen. Man kann, wenn man das mit Kindern zum Beispiel macht, kann man auch bunte Streusel da noch drüber geben. Ja, aber ich würde sagen, jetzt probieren wir mal. Bin selber mal gespannt, weil ich noch nicht probiert habe. Oh. Mega lecker. Deswegen gibt es nichts weiter zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!